Ich freue mich richtig, ich bin gerade richtig gut drauf. Ich habe in der Vergangenheit auch bei Kunden schon viel Erfahrung gesammelt mit Finanzsystemen, aber das SAP S/4HANA Finance ist wirklich revolutionär. Jeden Tag, wenn man eine App aufruft, entdeckt man wieder was Neues, eine neue Auswertungsmöglichkeit, eine neue Ansicht, neue Informationen, die man sofort eigentlich in das Tagesgeschäft einbringen kann. Ich bin im Herzen eigentlich noch ein Kaufmann. Also für mich zählt das Ergebnis, was ich aus der IT herausbekommen kann an Zahlen. Und da schließt sich jetzt auch ein Kreis für mich. Hier war dann das erste Büro. Hier sind wir dann aufgewachsen, hier haben wir unsere Wurzeln. Aber schon 6 Jahre nach der Gründung war das zu klein und so sind wir dann nach Waiblingen umgezogen. Wir bieten alle Services an rund um SAP. Wir konzentrieren uns da mit den Kunden voll auf den Mittelstand. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir jetzt auch bei der neuen S/4HANA ganz, ganz vorne mit dabei sind. Das Förderungsmanagement ist generell eine wichtige Funktion für mittelständische Unternehmen. Und hier hat die SAP mit dem Auswertung des D-Sales Outstanding ganz, ganz neue Möglichkeiten geschaffen. Man kann direkt aus der Analyse in die Bearbeitung verzweigen und hat damit eine unheimlich hohe Arbeitseffizienz. Ich sehe hier Rückstände und kann dann direkt rübergehen und einen Klärungsfall aufmachen, der dann eben im Workflow an Mitarbeiter weitergegeben wird. Wir haben innerhalb von 6 Wochen nach SAP S/4HANA migriert und am Freitagmittags aufgehört zu buchen und am Montag mit dem neuen System angefangen. Im zweiten Schritt haben wir die Fiori-Oberflächen eingeführt und arbeiten inzwischen unternehmensweit begeistert mit diesen neuen Oberflächen. Überall, wie man es heute inzwischen gewohnt ist, auf dem iPad, auf dem iPhone. Die Technologie allein bewirkt ja nichts, sondern die Technologie bewirkt dann was, wenn sie wirklich neuen Nutzen und Vorteile schafft. Und das ist SAP hier mit dieser neuen Software vorbildlich gelungen.